Und herzlich willkommen zum dritten Tutorial, was das Hauptmenü angeht. Und irgendwann in diesem Tutorial, dieser Tutorial-Reihe, werden wir auch in den Park reingehen und vielleicht das eine oder andere entdecken, was wir oder ihr noch gar nicht wissen könnt. Jetzt aber erstmal zum dritten Tutorial. Und zwar gehen wir jetzt gleich zum Workshop. Beim letzten Tutorial haben wir das Profil besprochen und im ersten Tutorial die Einstellungen, wenn ihr das noch nicht angeschaut habt und ihr Interesse und vielleicht Neuigkeiten wissen wollt, was ihr vielleicht anders machen könnt, schaut doch gerne mal da in die Videos rein. Mein Name ist Dennis aka Bluefire und jetzt legen wir so richtig los und gehen in den Workshop. Wir schauen mal, was so hier in diesem Workshop zu finden gibt. Wie gesagt, ich bin mit euch jetzt das erste Mal auch hier, deswegen, ich kenne das auch noch nicht, ich weiß es auch nicht, wir lernen quasi zusammen gerade. Also, meine Abonnements. Wenn wir da drauf gehen, kommen wir in einen Frontier Workshop. Diesen können wir natürlich nur benutzen, wenn wir uns schon dort angemeldet haben. Ohne diese Anmeldung können wir keine Workshop-Elemente in Frontier hochladen. Also wir müssen uns tatsächlich anmelden und haben hier 1 GB Speicherplatz. Ich habe 0, logischerweise, ich habe noch nichts rein. Und ja, wir können mal ins Hauptmenü gehen und... Hier können wir schon von Plastic Swan, der hat schon so ein Giftshop-Gedöne gemacht hier. Das ist ja auch sehr nice. Ah, okay, es gibt tatsächlich schon so die ein oder andere Sache auf, im Workshop. Die können wir dann, wenn ich jetzt sage, ja, wir sagen jetzt mal, ich nehme mal das und sage jetzt das. Und dann kann ich hier direkt abonnieren, liken, favorisieren. Also ich kann hier direkt alles. Ich brauche gar nicht mehr, wie jetzt vorher beim Steam in den Workshop gehen, mir das Spiel suchen, sondern ich kann direkt im Game, wenn ich sage, ich habe Bock jetzt mal zu gucken, was im Workshop so los ist, dann gehe ich hier rein, gehe zur Kreation und dann kann ich hier diesen Code sogar teilen mit meinen Freunden oder auf Discord. Und hier haben wir schon eine 5-Sterne-Bewertung. Scheint wohl eine krasse Steampunk LSM Launch Coaster zu sein. Sehr interessant. Ich muss mir den erstmal angucken, bevor ich überhaupt was mache. Ich kann ja nicht einfach liken, ohne erstmal irgendwas gesehen zu haben. Aber ich sehe, man kann nur ein Bild wohl hochladen. Ist das so richtig? Text ansehen, Profil ansehen. Wenn ich jetzt auf Profil ansehen, Kreationen. Dann habe ich hier, komme ich wieder dahin. Okay. Alles klar. Also, ich bin jetzt, war jetzt wahrscheinlich ein bisschen zu schnell. Also, wenn wir jetzt sagen, Helter Skelter Lighthouse Ride Skin von Jure. Wenn wir uns das jetzt mal angucken wollen und gehen dann zur Kreation, können wir. Und dann sehen wir uns, das sieht aus wie so ein Artwork. Okay, das ist ein Bauplan. Okay, dann haben wir hier so eine Übersicht, ne? Code teilen mit Freunden. Die Bewertung können wir uns ansehen. Die Abonnements 2951. Letzte Aktualisierung am 6. November. Größe. Dann sämtliche Zusatzinhalte anzeigen. Und dann kann man halt Zusatzinhalte wohl schreiben und diese Kreation enthält Objekte aus einem oder mehrere Zusatzinhaltpaketen. Vintage, Kirmes, Fahrgeschäft. Und Frontier sagt dir direkt, ist ein bisschen schlecht zu erkennen, du besitzt dieses Paket. Also wenn man ein DLC braucht für ein bestimmtes Workshop-Element, und dann können wir direkt hier auf sämtliche Zusatzinhalte uns anzeigen lassen, ob wir denn auch das DLC dafür haben. So, und dann haben wir hier sämtliche Tags anzeigen. Okay. Also hier kann man dann wahrscheinlich, wenn man Blueprint hochlädt, für alle der Altersgruppe, dann kann man hier so ein paar Sachen wahrscheinlich ankreuzen. Und... dementsprechend kommt man dann wahrscheinlich in irgendeine Kategorie. Und wenn ich jetzt auf Profil ansehe gehe,
dann kann ich sagen, oh, nö, ich möchte von diesem Benutzer keine Workshop-Elemente angezeigt bekommen und möchte von dem überhaupt nichts mehr angezeigt bekommen, dann kann ich den Benutzer auch blockieren. Ich kann hier auf Kreationen gehen, wenn ich da drauf klicke, dann kann ich mir seine sämtlichen Workshop-Elemente anzeigen lassen, was der so gebaut hat. In dem Fall halt nur ein, dann klicke ich da drauf und dann komme ich auf dasselbe Menü wie gerade eben schon gezeigt. Oh, cool, wir können sogar uns anzeigen lassen, Erstellungsdatum, Titel, letzte Aktualisierung, Abonnierdatum, Anzahl der Bewertungen. Oder Suche nach Tags. Also wenn ich was Spezielles suche, kann ich dann natürlich auch dann dort suchen. Ich kann dann hier nochmal explizit öffnen und sagen, wenn ich jetzt Design nehme und sage jetzt, ich hätte gern Mythologie-Thema und bitte zeigt mir mal was davon. Genau, und dann können wir noch selber auf sein Profil auf Steam gehen und ja, wir sind jetzt keine Freunde, aber wir haben dann die Möglichkeit, bei ihm wahrscheinlich auch noch im Steam in den alten Planet Coaster 1 Workshop zu gucken. Das ist doch auch cool. Ich find's cool. Doch, gefällt mir sehr gut. Mit dem Mausrad können wir hier nach vorne und nach hinten scrollen. Was ich nur ein bisschen doof finde, ist, es sind jetzt hier noch nicht so viele Workshop-Elemente. Aber ich glaube, ja gut, wir sind ja jetzt erstmal im Hauptmenü. Das ist ja das Hauptmenü. Das ist das Hauptmenü und das ist dann Platz 1, oder was? Nee. Okay, hier gibt es keine Platzierung wahrscheinlich, ne? Ja? Denke mal so das Hauptmenü. Also hier sind schon ein paar Blueprints und Parks schon drinne. Sehr cool. Haunted House. Ein paar Eingangsgebäude. Eine Toilette. Und nochmal so ein Giftshop-Stuff. Er ist natürlich cool wegen der Skalierung. Da kann man sich das alles selber so ein bisschen schön machen. Ist echt nett. Und alles von Nerd Chacho. Den kennen wir. Nerd Chacho. Hat tatsächlich hier dieses Ding gemacht. Nerd Chacho. T-Rex. Wix hat auch schon was hochgeladen. Haunted House ist von Planet Coaster 2. Okay, wen haben wir denn noch so? Was man hier? Pixel West hat auch schon gebaut. Ah, Pixel PW 89, alles klar. Aston Wolf, Sea Monster, Jure, Digital Dan. Silver Red hat den. Ah, okay. Alles klar. Das sind alles Workshop-Objekte von ziemlich krassen Erbauern, die wir so in der Planko-Branche kennen. Und hier haben wir tatsächlich dann die richtige Auswahl. Okay, also haben wir dann doch noch schon ein paar ja, so typische irgendwelche Steine oder was auch immer Workshop-Objekte. Was ja gar nicht so schlimm ist. Jeder kann ja hochladen, was er möchte. Und ich finde es schade, dass das so groß ist alles. Ich hätte gern... kann ich hier nicht... Ich kann hier irgendeinen Code eingeben. Ich weiß nicht, was für einen Code ich eingeben könnte. Kann man dann sich irgendeinen Code geben lassen. Hier ist der Workshop-Code. Und dann können wir den da... ich muss gerade mal gehen. Ja, dann... Ich blicke hier nicht so ganz durch. Also ich blicke hier schon durch, aber ist schon ein bisschen komisch gemacht. Das ist so... Das war auf Steam besser. Muss man jetzt ehrlicherweise so sagen. Das war auf Steam besser. Jeder versucht direkt am Anfang irgendwelche Blueprints natürlich reinzuhauen, ne? Und dann
es ist schon krass, wie viele es jetzt schon gibt. Ich bin schon auf Seite 25 jetzt. Das ist schon heftig. So, und die kann ich mir dann jetzt runterladen. Wir abonnieren jetzt einfach mal. Wir gehen mal ins Hauptmenü und abonnieren uns mal hier diesen Giftshop Clutter, weil der gefällt mir eigentlich ganz gut. Das ist eigentlich ganz cool. Jetzt habe ich den nicht mehr abonnieren. So, jetzt habe ich hier oben links kurz mal so, nicht mehr abonnieren. So, okay. Jetzt abonnieren. Lade herunter steht hier oben. Und installiert. Das heißt, das geht auch richtig flotti. Sieh dir die Profilseite an. So, nee. Möchte ich nicht. Und jetzt will ich mein Workshop. Meine Abonnements. Und dann habe ich das hier drinne. Okay, cool. Dann habe ich das drinne. So, stöbern war ja das große Hauptmenü. Also das große Workshop. Der große Workshop. Und Hauptmenü sind tatsächlich dann wahrscheinlich die besten Sachen, die bisher runtergeladen worden sind. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. Der ist eigentlich auch ganz cool. Das ist cool gemacht. Hier haben wir schon direkt einen Parkplatz. Ja, und die Achterbahn muss ich mir auch angucken. Auf jeden Fall gucke ich mir die an. So, lade herunter. Und installiert. Ah, jetzt haben wir hier oben auch schon 0,2. Okay. Also, wir können bis 1 GB können wir runterladen. Ansonsten war es das. Keine Ergebnisse gefunden. Und, jetzt gehen wir nochmal in meine Abonnements. So, mein Workshop finde ich dann meine Sachen, die ich jetzt runtergeladen habe im Workshop. Und bei Stöbern finde ich alle. Die kann ich natürlich auch nach Bewertung abgehen. Ja, 5 Sterne. Und wenn ich nochmal drauf klicke, macht es nicht. Und zurück kann ich auch nicht auf die letzte Seite. Das ist ein bisschen doof gemacht. Ja, ich hoffe, die bearbeiten diese Seite nochmal, weil ich finde das tatsächlich ein bisschen schade. Das ist eine coole Inspiration. Das ist eine coole Idee. Der Park sieht so im Hintergrund so riesig aus mit der Holzachterbahn. Ei, lieber. Was ist das? Ach, Pixelbest. Okay, ja, da habe ich nichts gesagt. Dann ist klar. Also auf jeden Fall ein Bauplan, das ist kein Park. Also hier oben links kann man sehen, das sind Baupläne. Und wenn ich jetzt was anderes schnell finde. Also Baupläne sind dann Blueprints. Mehr oder weniger. So, genau. Dann haben wir hier so ein, das ist dann ein ganzer Park. Alter Schwede, ey. Hier ist schon Plastic Swans. Junge, war schon ganz ein Resort gebaut. Krass, ja gut, das sind wahrscheinlich die Spieler, die schon das Spiel vorab bekommen haben. Genau, wenn hier oben links Park steht, dann ist es auch tatsächlich ein Park und ich wüsste jetzt nicht, ob es noch was anderes gibt. Park, Blueprint, auf jeden Fall kann man das so eigentlich gut erkennen, dass man weiß, was ist. Oh, das ist nice. Das ist cool. So eine Fischflosse. Das ist cool. Genau. Und das Hauptmenü, da finden wir ja dann die Specials. Und ja, hier finden wir wahrscheinlich dann eine Kreation hochladen, meine Uploads, meine Favoriten, Franchise Sandbox Kooperation. Haben wir nichts drin. So, das wäre meine Abonnements. Dann Workshop-Profil. Okay, da kommen wir einfach nur auch wieder hier in dieses Menü. Warum macht man nochmal
Ja gut, da komme ich schneller rein, ne? Das ist Workshop, da komme ich jetzt wahrscheinlich in den Workshop rein. Ins Hauptmenü, ja, das habe ich mir fast gedacht. Okay, die haben tatsächlich drei Buttons. Einmal Schnellzugriff und einmal kann man dann, wenn wir irgendwo draufklicken, zum Stöbern und Hauptmenü und mein Workshop gehen. Gut, alles klar. Dann machen wir weiter mit meine Parks. Ich habe tatsächlich schon mal angefangen und habe mir auch mal was, so zurecht gemacht. Das hier ist aber schnell erklärt. Wir wollen ja erstmal nur das Menü erklären. Und zwar meine Parks sind die meine gespeicherten Parks. Ich habe mal so ein Phantasia Fun World, heißt jetzt mein Park. Und hier habe ich dann einen Sandbox-Modus, einfach nur mal, da habe ich, das ist so der allererste Park, wo ich ein bisschen ausprobiert habe, mit Wegen, Achterbahn bauen und Gebäude bauen und so weiter und so fort. Und hier habe ich dann angefangen, habe ich einfach erstmal angefangen. Ich glaube, ich werde nochmal irgendwann neu anfangen, aber das soll so ein bisschen der schönere Teil sein, weil hier war ein bisschen hässlich. Genau, und dann kann ich hier nochmal auswählen, ob Sandbox, Karriere, Workshop und Sandbox Kollaboration ansehen. Keine Ahnung, was das ist. Park auswählen. Solo. Alle. Okay, ich weiß noch nicht, was das so sein könnte, aber das könnten wir dann noch herausfinden. Genau, das waren meine Parks. Dann machen wir doch gerade Spielen fertig und dann sind wir eigentlich schon soweit mit dem Hauptmenü durch, was wir hier bei Planet Coaster 2 finden. Okay, bei Spielen ist klar, finden wir das Fortsetzen-Symbol wie bei Planco 1 auch. Wir können direkt bei dem letzten Stand, was wir abgespeichert haben, direkt weitermachen. In Karriere können wir unsere Karrieremodus starten, da war ich selber jetzt auch noch nicht drin. Wir haben jetzt Prolog, der erste Fall und dann geht es weiter, mittendrin stand nur dabei, richtig viel Spaß, verdrehte Schienen, der letzte Sprung. Also wir haben dann hier 8 Sterne, 16, 12, 20 und 16 Sterne noch freizuschalten. Oder können wir freischalten, sagen wir mal so. Wir bekommen dann wahrscheinlich für auf Steam ein paar Sticker. Es sind auch alles verschiedene Welten. Tatsächlich. Ist nicht eine und dieselbe. Oh, kann ich jetzt so nicht sagen. Okay. Das wäre dann die Karriere. Dann haben wir noch Franchise. Ich weiß nicht, was. Wähle ein Franchise. Wähle ein Franchise, dessen Mitglied du bist. Oder gründe ein neues. Franchise. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Richte die grundlegenden Informationen zu deinem Franchise ein. Keine Sorge, du kannst den Namen später noch ändern. Okay, wir können hier tatsächlich... Wir können hier verschiedene Codes auswählen und die können wir dann rumschicken. Ich mache jetzt einfach mal bestätigen. Startstandort auswählen. Willkommen bei deinem neuen Franchise. Wähle einen Standort, um deinen ersten Park zu errichten. Wenn er einmal festgelegt ist, kann er später nicht mehr verschoben werden. Also such dir einen guten Platz. Wähle einen Standort, um deinen ersten Park zu errichten. Wenn er einmal festgelegt ist, kann er später nicht mehr verschoben werden. Okay. Tiger, Mittelmeer, Tiger, Tiger, Tiger. Mittelmeer. Ich kann nicht ranzoomen und ich habe ja auch gar nicht viel Auswahl. Aber das hier ist Frankreich, England. Wir gehen mal hier. Parkname. Das hört sich so doof an. Ich nehme einfach jetzt so. Mein Park erstellen.
Bestätigen. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Ich mache einfach gerade Kommunikation mit dem Server. Okay, Franchise-Code. Oh, ich habe keinen Kaffee mehr. Der Franchise hat seinen ersten Park, baue ihn aus, um dann neue Standorte zu erschließen, um die Welt im Sturm zu erobern. Ah, okay. Oh, wir gehen jetzt schon in den Park rein, das will ich noch gar nicht. Die meisten von euch haben es schon gesehen, aber... Sieht schon sehr schön aus, gell? Sieht schon sehr, sehr schön aus. Noch der Hintergrund und alles. Das sieht schon cool aus. Aber hier wollten wir nicht rein. Wenden zum Hauptmenü. Ich finde jetzt den Ladebildschirm auch viel, viel cooler wie den beim ersten Teil. Das gefällt mir schon sehr gut. Okay. Hier können wir jetzt unseren Park bearbeiten. Ja, weiß nicht, ob jemand anders auch da drauf kann. Keine Ahnung. Viel Spaß. Nein. Können wir das auch wieder löschen? Öffnen. Optionen. Ja, von Einstellungen. Franchise löschen. Okay. Gut. Wir wissen jetzt, was das ist. Also wir können uns einen Park erbauen und dann dadurch halt immer weiter durch die ganze Welt reisen. Und auf der ganzen Welt unseren Freizeitpark errichten. Aber wie wir sehen, haben wir hier noch gar keinen Franchise-Park. Die sind alle im Sandbox-Modus oder in der Karriere. Sehr lustig. Genau. Und Sandparks ist dann halt neuer Park. Park auswählen. Park auswählen könnte ich dann mein Phantasia Fun World auswählen. Oder halt einen neuen Park. Und wir haben vier Themengebiete. Einmal Tiger, Mittelmeer, gemäßigt und Tropen. Und ich gehe mal zu Tiger. Und wir können dann hier unseren Parknamen zum Beispiel auswählen. Ich schreibe jetzt hier mal Seven Sands Community Park. Und wir haben so vier Voreinstellungen, Voreinstellungsmöglichkeiten so rum. Und bei der Schaufel können wir sagen, sagen wir mal so, wir haben verschiedene Sandbox-Einstellungsmöglichkeiten. Das Ding ist, egal wo ich hingehe, ich kriege immer dieselbe Einstellung auch angezeigt. Ja, es ist also überall dasselbe. Es ist vollkommen egal, was ich hier mache. Ich kann auch meine eigenen Einstellungen durchführen. Und deswegen, wir gehen jetzt mal hier in diesen benutzerdefinierten Sandbox und gehen jetzt einfach mal kurz die ganzen Parkeinstellungen durch. Parkeinstellungen. Einstellungen in den Betrieb deines Parks beeinflussen. Stromversorgung. Können wir sagen, ob wir Stromversorgung haben wollen oder nicht. Ist ja jetzt ganz neu bei Planet Coaster 2. Was es allerdings aber schon bei Planet Zoo gibt. Dann benötigen halt die Fahrgeschäfte und Servicegebäude benötigen halt Strom. Wir müssen halt dafür sorgen, dass es Strom auch für diese Fahrgeschäfte und Servicegebäude gibt. Servicegebäudezustand. Also wir können auch... Mit der Zeit verschlechtert sich der Zustand von Fahrgeschäften und Servicegebäuden, sodass von Technikern gewartet und repariert werden muss. Können wir ein- und ausschalten. Wartungsabzeichen. Fahrgeschäfte und Servicegebäude erhalten... Und bei der Wartung ein Wartungsabzeichen, das ihren Zustand so lange aufrecht erhält, wie das Wartungsabzeichen gültig ist. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, erhalten Fahrgeschäfte und Servicegebäude keine Wartungsabzeichen und ihr Zustand verschlechtert sich direkt wieder, sobald sie gewartet wurden. Okay. Technische Probleme. Die Wahrscheinlichkeit, dass Fahrgeschäfte und Servicegebäude ausfallen, steigt, je schlechter ihr Zustand ist. Sie werden definitiv ausfallen, wenn ihr Zustand 0 erreicht. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, fallen Fahrgeschäfte und Servicegebäude niemals aus. Okay, also hier haben wir dann die vereinfachte Version, einfach alles ausstellen und man hat überhaupt keine Sorgen. Dann braucht man auch keine Mitarbeiter. Okay,
Gästeeinstellungen. Wir haben hier die maximale Anzahl von 6000. Ich gehe aber davon aus, dass diese Zahl nochmal abgeändert wird. Also wir sollen mal die Füße am Boden lassen. Ich meine, 6000 sind auch schon eine Menge. Und wenn wir Planet Coaster 1 uns betrachten, da waren ja schon 2000 zu viel für die Performance. Also 6000 ist schon enorm. Ja, ist halt die maximale Anzahl an Gästen. Ich kann hier auch eine 44 hier hinschreiben. Okay, das hat jetzt nicht geklappt, weil ich nicht... Okay, das geht gar nicht. 444 geht nicht. Das ist doof, das gefällt mir jetzt nicht. Ich hätte gern eine komische Zahl, aber die will ich nicht. Die kriege ich nicht, so. So, da haben wir noch eine Option, Gästestimmung. Gäste haben schwankende Stimmungen, die von ihren Erfahrungen in deinem Park abhängen und wie sie über deinen Park denken, wirkt sich auf deinen Parkruf und deine Parkbewertung aus. Wenn diese Funktion deaktiviert ist, wechseln Gäste in eine Standardstimmung, unabhängig davon, was sie erleben. Okay. Klar, Gästestimmung ist immer wichtig, ne? Die müssen ja immer auf Trab gehalten werden, deswegen da immer aufpassen, dass die immer fröhlich sind. Gastvorlieben. Die Gäste kommen mit ihren eigenen Vorlieben in deinen Park, die beeinflussen, welche Attraktionen sie anziehen und was ihnen Spaß macht. Okay, da müssen wir auch drauf achten dann. Bedürfnisse bezüglich Hunger. Gäste werden mit der Zeit hungrig und müssen etwas essen. Sehr hungrige Gäste werden den Park vorzeitig verlassen. Also da müssen wir dann zugucken, zu sehen, dass wir genug Essensstände bekommen. Hungermultiplikator. Beeinflusst, wie oft Gäste hungrig werden. Zweimal, einmal, 0,5 Mal. Okay. Ja, dasselbe gilt dann halt für Getränke. Dann dasselbe für Toiletten. Übelkeit ist an. Müll ist an. Also ist alles wohl selbsterklärend, ne? Die können dann brechen, wenn es dann zu krass wird, ne? Ja. Müll halt, ne? Wenn die das auf den Boden werfen. Servicegebäude, negative Effekte. Und Gäste haben negative Gedanken und Stimmungen, wenn sie sich in der Nähe eines Servicegebäudes mit einem negativen Umgebungseffekt befinden, wie etwa einem Stromgenerator. Okay, also müssen wir gucken, dass wir die Stromgeneratoren auch ein bisschen weiter wegbauen. Wetterauswirkungen auf Gäste. Okay, das kennen wir ja schon, ne? Wegen Regen und Sonne. Da müssen wir dann gucken, dass wir Schirme und Schattenplätze haben. Sonnenbrand. Gäste bekommen einen Sonnenbrand, wenn sie ohne Schatten oder Sonne ausgesetzt sind. Jeder Gast bekommt nach unterschiedlich langer Zeit einen Sonnenbrand. Ein Sonnenbrand wird dadurch verhindert, dass Gäste Sonnencreme besitzen. Okay, cool. Auch eine sehr, sehr tolle Neuerung. Einstellung für ebene Fahrgeschäfte. Einstellung. Ebene Fahrgeschäfte ist übrigens Flat Rides, ja. wieso die so eine deutsche Übersetzung genommen haben, keine Ahnung. Okay, da geht es dann halt darum, ob wir auch die Fahrgeschäfte, die Flat Rides mit Strom generieren wollen. Ja, dasselbe geht auch mit den... ich bin heute so müde. erweiterte Schienenbeschränkungen. Weiß ich mal, der Winkel, in dem die Schiene platziert wird, begrenzt, um zu vermeiden, dass Achterbahnen mit zu scharfen Kurven oder Steinen an Stiegen entstehen. Hör aus, ne? Personallöhne ein. Okay. Also wenn wir einen Sandbox-Modus, können wir den auch als Manager-Modus quasi starten, gell? Multiplikator für faires Gehalt. Deine Mitarbeiter haben eine Vorstellung davon, welche Bezahlung für ihre Rolle angemessen ist. Eine Bezahlung, die über oder unter dem liegt, was sie für angemessen halten, wirkt sich auf ihre Arbeitsmoral aus. Die Arbeitsmoral deiner Mitarbeiter ist ein Indikator dafür, wie zufrieden sie mit ihrer Arbeit in deinem Park sind. Pausen und eine gute Bezahlung erhöhen die Arbeitsmoral, während fehlende Pausen und eine schlechte Bezahlung sie senken. Wenn die Arbeitsmoral zu lange zu niedrig ist, könnten deine Mitarbeiter sogar kündigen.
Personalpausen. Deine Mitarbeiter brauchen Pausen in ihrem Arbeitstag, um ihre Moral aufrechtzuerhalten. Okay. Personal kündigt. Deine Mitarbeiter können ihren Job kündigen, wenn ihre Arbeitsmoral über einen längeren Zeitraum zu niedrig ist. Das können sie sogar ausstellen. Das heißt, wenn ihre Moral desaströs ist, können die nicht kündigen. Lustig. Wasserparkeinstellungen. Genau, die Pools werden jetzt dreckig. Das heißt, wenn wir Pools jetzt dreckig bekommen, dann gibt es auch wieder so Generatoren oder so, die das, glaube ich, sauber halten. Pools werden mit der Zeit immer schmutziger, was sich auf ihre Attraktivität für die Gäste auswirkt. Die Rutschen werden auch dreckig. Ach krass. Rutschbahnen werden mit der Zeit immer schmutziger, was sich auf ihre Attraktivität für die Gäste auswirkt. Und Poolsicherheit? Pools brauchen Sicherheitsvorkehrungen wie Rettungsschwimmer in der Nähe, damit sie für die Gäste sicher sind. Okay, cool. Dann haben wir hier Wirtschaftseinstellungen. Hier können wir dann beeinflussen, wie viel Geld wir haben wollen. 1 Million, 0 oder halt wahrscheinlich umsonst. Okay. Forschungsbaum. Das ist dann, wo ich dann gucken kann, was soll er mir als nächstes erforschen. Gästerückerstattung. Wenn ein Fahrgeschäft ausfällt oder ein Gast den Park aufgrund negativer Erfahrung vorzeitig verlässt, kann er eine Rückerstattung verlangen. Ach krass. 100%. Nein, kriegt 30%. Warum, ich bin guter, 30%. Erstattungen durch Abrisse, weil warum soll er den 100 zurückkriegen, wenn der ist dann, sagen wir mal, ich habe 10 Attraktionen, der ist 8 damit gefahren und nach dem 8. sagt er, nö, gefällt mir alles nicht und dann will er seine 100% wieder haben. Nee, krieg 8 von 10 sind 20. 20% kriegt er dann. Erstattungen durch Abreißen. Wenn du Fahrgeschäfte, Gebäude oder andere Objekte in deinem Park abreißt, erhältst du einen bestimmten Prozentsatz der Kosten für das Objekt zurück. Ah, okay. Oh, kann man ja so lassen. Voll 100%. Darlehen. Ich kann sogar ein Darlehen jetzt aufnehmen. Okay, cool. Naja, lassen wir mal an. Schauen wir uns mal an. Ich mache mal ein. Ich mache mal hier auf 1 Million. Ein Forschungsbaum lassen wir mal aus. Und ansonsten haben wir ja eigentlich alles soweit mit den Mitarbeitern und so. Oh, das wird krass. Änderungen anwenden. Okay, ich bin sehr gespannt. Achso, haben wir jetzt angewendet. Dann müssen wir auf X drücken, dann kommen wir wieder. Test. Schreiben wir noch dahinter. Und wenn ich jetzt Park erstellen sage, und dann sind wir schon in dem Sandbox-Modus. Und ich würde sagen, da schauen wir uns dann... Nee, wisst ihr was? Ich gehe doch in den vereinfachten Modus. Wir sind immer die Einstellung durchgegangen. Ich gehe trotzdem in den vereinfachten Modus. Da ist alles unbegrenzt. Und weil dann sind wir ein bisschen freier, was das ganze Bauen angeht, wie Wege etc. pp. Wenn es euch interessiert, dann müsst ihr diesen Kanal natürlich abonnieren und uns unterstützen. Und für euch ist dies auch kostenlos. Also, das nicht vergessen. Und nicht vergessen, auch bei uns mal in den Discord vorbeizuschauen. Da findet ihr jede Menge Bilder und Texte und super Leute, mit denen man auch schön quatschen kann über Planet Coaster, wo ihr auch immer geholfen werdet. Da könnt ihr auch gerne reinkommen. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Abend. Oder Tag oder Nacht oder was auch immer, wann auch immer ihr das Video angeschaut habt. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Willkommen auf Seven Sands mit Mitaro, Rick und Bluefire. Achterbahnträume und Gamingfeuer. Immer wieder neue Spiele. Gemeinsam bauen wir Welt. Hoch hinauf in Planet Coasters Magie. Drum abonniert und seid dabei für mehr von dieser